In der Digital Textile Microfactory zeigen wir die Textilproduktion der Zukunft. Also hier haben wir unser 3D-Simulationsprogramm Vidya. Da kann ich Bekleidung in 3D darstellen, kann dann noch zusätzlich ein Print hinzufügen. Ich habe hier zum Beispiel jetzt einen Fuchs, auch den kann ich frei skalieren, drehen und positionieren. Und hier habe ich jetzt alle Informationen drin. Das kann so an den Drucker gehen. Ich habe hier auch so Details drin wie Cutmarken und QR-Code. Das ist nachher wichtig für den Cutter, dass die Schnittteile wieder lokalisieren können. Wir haben eine Technik entwickelt, die die Brücke zwischen Design und Produktion schließen kann. Wir lösen diesen Konflikt visuell versus Messung auf, indem wir in einem Datensatz beides bieten. Mit der Herkules Trip Version 15 haben Sie das Tool zur Hand, mit dem Sie die ganze Produktionskette von Composen, dem Layouten des Jobs, über das Rippen des Jobs bis zur Ausgabe komplett kontrollieren können. Der druckt gerade auf reine Baumwolle. Das ist eine Direktdruck, die Farbe wird direkt auf die Baumwolle übertragen. Und das ist zum Beispiel jetzt eine Schablone von einer Weste, die wird dann im nächsten Schritt dann kalandriert. Also durch die Hitze wird die Farbe auf das Material fixiert und zugeschnitten, genäht, dann ist das Produkt fertig. Wir sind von Zünd Systemtechnik, wir stellen digitale Schneidmaschinen her. Hier an der Microfactory zeigen wir ein Konzept, in welchem wir Rollen, Materialrollen erhalten mit individueller Bedruckung. Das heißt, im Extremfall verändert sich jedes Druckbild zum nächsten. Um zu identifizieren, was wir überhaupt auf dem Cuttertisch liegen haben, wurde ein QR-Code aufgedruckt. Mittels dieses QR-Codes können wir identifizieren, was gedruckt wurde, wie die Schnittlinien liegen und die entsprechenden Schneiddateien automatisch auf dem Cutter aufladen. Wir haben jetzt zwei Schweißmaschinen stehen, beide vom Typ Ultraschall-Schweißmaschinen. Das Material, was geschweißt werden soll, wird fixiert. Hier haben wir ein synthetisches T-Shirt, wo wir die Nähte verschließen. In dem Fall versäumen wir das Ganze, das sieht man ganz gut hier. Das sind die Schweißpunkte, durch diese Operation in diesem Fall hier entstehen, also durch das Verflüssigen des Materials. Wir sind ein Hersteller für Bügeltische, Handwerkzeuge und Bügeleisen. Wir haben ein Produkt Bügeltische, das ist zum Beispiel hier einen Flächenbügelplatz haben. Einige Bügeltische haben Saugfunktion, andere haben Blasfunktion. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, den Bügeltisch einzustellen und den Saug- und Blasweisen. Zusammengefasst, was die Grundidee der Microfactory ist. Wir sind in der Lage, durch digitale Informationen, die wir gleich zu Beginn des Prozesses im Design einbinden, in den einzelnen Technologiestufen uns hands-free, kontextspezifisch auf die einzelnen Produkte einzustellen. Und allein durch diesen Umstand können wir aus unserer Sicht einen enormen Fortschritt erzielen im Bereich der Stückzahl 1-Fertigung und diese dann sogar effizient, flexibel und on demand durchführen. Herzlichen Dank.